Hildegard Weinberger schafft Platz. Hier will sie Strom erzeugen, auf einem Balkon in München-Neuhausen. Ja, heute kommt das Balkonkraftwerk. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass jetzt endlich einmal eingerichtet wird. Ich möchte einfach meinen Beitrag leisten für diese Energiekrise bzw. einfach selber Strom erzeugen. Um 9 Uhr früh kommt Monteur Stefan Huber mit seinen beiden Helfern. Bernd Bötel und Eva Himmelblau. Da ist das gute Stück. Hallo, hallo. Endlich kriege ich sie. Ja, freut mich. Aha, so schaut es aus. Ja. Aha, interessant. Genau, da sieht man jetzt auch gleich die Rückseite. Ja. Das ist ein einfaches Modul, das eine Folienrückseite hat. Und das ist der Wechselrichter an sich. Eva Himmelblau ist das erste Mal dabei, als Helferin und als Lernende. Für das Solarmodul. Ich möchte gerne selber auch so ein Balkon-Solarkraftwerk haben. Und ich denke, es ist gut, so viel wie möglich mitzukriegen von der Installation. Dann kann ich da selber auch mitmachen. Da ich jetzt technisch nicht ganz unbegabt bin, habe ich gedacht, wäre ich gerne schon mal hier dabei. Bernd Bötel wollte nicht nur fürs Klima demonstrieren, er wollte konkret etwas tun. Deshalb hat er mit anderen die Initiative München Solar 2030 gegründet. Auf der Webseite sind alle Informationen zusammengefasst, wie man zu einem eigenen Balkonkraftwerk gelangt. Die Teile kann man über die Initiative bestellen. Und der Zusammenbau? Das ist wie bei IKEA, glaube ich. So ähnlich, also wie mit Regalaufbau. Man sortiert erstmal alle Einzelteile und ja, ich denke, da kommt man ganz gut zurecht und Stefan erklärt es ja auch ganz gut. Das kommt mir jetzt auch nicht extrem kompliziert vor, sondern ich glaube, eigentlich kann es ja jeder selber, aber die Hürde ist natürlich für viele trotzdem ein bisschen größer und deswegen ist schon super, jemanden dabei zu haben, der sich auskennt. Okay. Nämlich Stefan Huber. Also diese ist die Modulseite und das ist die Halterseite. Er ist gelernter Elektroniker. Mittlerweile ist er als Informatiker in der Automobilindustrie tätig. Die Montage macht er ehrenamtlich für eine Aufwandsentschädigung. Also ich will, wie ich vorhin schon mal angemerkt habe, die Energiewende von unten fördern und will, dass so viele Haushalte wie möglich Strom aus der Sonne gewinnen können. Egal ob wirtschaftlich oder nicht, auf jeden Fall jedes Solarmodul lässt ein Gaskraftwerk später anspringen. Und das ist meine Motivation. Hier oben schon. Die Idee von München Solar 2030? Der Monteur gibt sein Wissen an andere weiter. Die helfen dann ihren Nachbarn, ein Solarmodul auf dem Balkon anzubringen und lernen wieder andere an. Eine Art Schneeballsystem also, mit dem sich die Balkonkraftwerke ausbreiten sollen. Immerhin, jedes Panel kann bis zu 300 Watt Leistung erzeugen. Und das Kästchen auf der Rückseite? Es wandelt den Gleichstrom von den Modulen um in Wechselstrom. Und der Wechselstrom, der kann im Haushalt verbraucht werden. Mit 300 Watt könnte ich zum Beispiel eine Spülmaschine betreiben. Nicht zum Aufheizen natürlich, aber der Motor von der Spülmaschine, der würde mit den 300 Watt auskommen. Genauso Waschmaschine, ganzen Küchengeräte, Mixer, Haushaltsgeräte allgemein, die kann man direkt mit 300 Watt betreiben. Die Aluschienen, die Klemmen und die Schrauben, alles Teile von der Stange. Aber hält das auch sicher? Immerhin wiegt so ein Panel 20 Kilogramm. Jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt drehen wir das Modul auf die Seite, wo wir es am Balkon eben hochbringen. Und so, wie es dann später auch hängen soll. Das heißt, oben, unten, links, rechts. Und dann hoffen wir, dass alle Halter richtig funktionieren und auf der richtigen Position sind. Jetzt zeigt sich, wie wichtig helfende Hände sind. Noch ein bisschen nachjustieren, dann kann Stefan Huber festziehen. Als Mieter braucht man für die Montage die Zustimmung des Eigentümers. Ich habe meinen Vermieter gefragt, ob er was dagegen hat, wenn ich so ein Balkonkraftwerk bei mir installiere. Und er war erfreut darüber, dass ich eine Initiative ergreife und hat mir eigentlich eine positive Rückmeldung dazu gegeben. Gegen 11 kommt die Sonne in den Hinterhof. Die Energie ist da, jetzt muss nur noch angeschlossen werden. Genau, jetzt verbinden wir das. Das ist ein wasserdichter Stecker.
Oh, das geht aber schwer. Aber so wie es aussieht, hat er schon eingerostet. Jetzt. Vom Panel geht die Leitung direkt in die Steckdose. Ja. Dann können wir das Kabel noch hinter den Balkonutensilien da verstecken. Nun wird es spannend. Zuerst kommt das Messgerät. Es zeigt an, welche Leistung das Kraftwerk erzeugt. Dann der Stecker. Aber zeigt null an. Komisch. Der Wechselrichter, der hat eine Leuchtanzeige. Und diese Leuchtanzeige, die muss blinken. Und da muss ich jetzt nachschauen, ob die schon blinkt oder ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe in der Verkabelung oder wo auch immer. Ja, die blinkt. Rot und grün. Der Wechselrichter blinkt. Es müsste Strom da sein. War es vielleicht nur die Anlaufzeit? Eva, schau. Schaut's mal drauf jetzt. Da läuft was. 96. Juhu. 96 Juhu. Watt. 96 Watt liefert das Modul jetzt so in der Einstellung. Und die Leistung steigt weiter. Ja, ich bin ganz überrascht. So viel Sonne im Erdgeschoss. Wahnsinn. Ich bin Unternehmerin, also Kleinunternehmerin, was Energie anbelangt. Ja, auch ein Stück weit selbstständig. Jetzt sind es schon 169. So eine Anlage amortisiert sich ja innerhalb von 4 bis 8 Jahren, sagt man ungefähr. Und danach liefert die Anlage noch 20 bis 40 Jahre kostenlosen Strom. Das heißt, gerade in diesen Zeiten lohnt es sich wirklich. Und das ist ja aus vielen Gründen sinnvoll und ein Beitrag für die Zukunft unserer Kinder. Ich finde es auch relativ einfach, den Verlauf von der Installation. Es ist ja auf jedem Balkon eine andere Situation. Und ich bin mal gespannt, wie es bei mir läuft dann. Die Anlage muss noch bei den Stadtwerken gemeldet werden. Dann gibt's kostenlosen Strom zum Selbstverbrauch.